Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Avatar Frontiers of Pandora. Mein Name ist Dr. Skill, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge schauen wir mal, wir suchen den vermissten Jäger aktuell. Der ist 3,7 Kilometer entfernt. Ist hier hinten. Ich würde hier auch einmal den Trick anwenden und einfach mal kurz hier die Schnellreise antreten, damit wir da ein bisschen besser sind. Und wir haben Skillpunkte, die möchte ich einsetzen. Mit dem einfachen, bescheidenen Hintergrund, um talentierter zu werden. Fähigkeit, das sieht gut aus. So, das habe ich noch nicht. Hersteller. Schaue ich mir mal. Dauer von Stärkungen durch Essen wird um 25% erhöht. Das hört sich doch sehr gut an. So, okay. Dann 5 mehr Sachen. Okay, das ist jetzt erstmal nichts, was mich direkt anspricht hier. 25 Momente mehr Schaden. Auge bis jetzt keine Geräusche. Das ist eigentlich, glaube ich, sehr gut, um Stealth ein bisschen besser zu sein. Okay, leichtfüßiger Jäger ist, glaube ich, noch besser dann. Schaue ich mal hier weiter. Die Beute wäre noch cool. Okay, mehr Pfeile ist, glaube ich, noch besser. Allgemeiner Schaden. Okay, mehr Widerstand. 50% mehr allgemeine Energie ist auch nicht so verkehrt. Ich glaube, ich habe aber nur noch einen Punkt, oder? Ja. Dann würde ich mich jetzt mal entscheiden für... Ah, okay, das kann ich gar nicht machen, das hier. Dann schaue ich mal schnell, das wäre möglich. Nicht, nicht. Also entweder die Energie oder... Ah, die Pfeile kann ich auch nicht. Mehr Beute kann ich auch nicht. Ich glaube, dann wird es die Energie werden. Wo ist sie denn? Da. So, dann habe ich den einen Punkt hier noch so eingesetzt. So, genau, das wäre dann noch wichtig, die Rohkost, diese doppelte Energie. Schaue ich mir mal kurz hier das Essen. Ich habe mein Bestes gegeben. Kann ich hier reinhauen? Krieg auch ein bisschen was an Energie wieder. Jetzt schaue ich nochmal kurz. Der vermisste Jäger, der müsste hier sein. Also ziemlich so diese Richtung da. Immer unterwegs, dass ich mir ein paar Pflanzen noch hole. Da sehe ich schon die erste. So, damit ich auch wieder... an Nahrung habe. So. Mittlerweile wird das gar nicht mehr eingeblendet, wie man ziehen muss. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist vom Spiel oder wie auch immer. Aber ah, da unten sind noch ein paar Essenspflanzen. Auf jeden Fall mal was anderes. Wenn man nicht die ganze Zeit sieht, ob man es tadellos macht oder... wie auch immer, aber tadellos kriege ich es mittlerweile immer gut hin. Der Regen fehlt halt, aber ich glaube, dafür kann ich nichts. Es regnet ja einfach nicht, aber dann ist die Frage für mich, ob es in dem Spiel vielleicht auch regnen wird. Ah, da habe ich nicht so gut abgezogen. Ah, schaue ich mal hier. Was ist das denn? Kenne ich noch gar nicht. Ein Baum. Oder beschädigt werden ein Baum mit... Wasserkugel, interessant. Schau ich mal hier weiter. Ein bisschen was von dem Essen nehme ich mir noch mit. Ah, mal schauen. Das könnte gut werden. So, da unten sind noch mal ein paar Bäume. Jetzt ist ja hier eigentlich alles sehr friedlich und sehr angenehm. Ja, es ist eigentlich eine schöne Welt, in der man einfach so leben kann, ne? Ah, verdammt, da habe ich sie nicht mit abgezogen jetzt. Ah, okay. Gut, dann... Ah, hier sind gleich zwei dran. Mal zur Abwechslung. So, eins und... die zwei nehme ich auch noch. Super, vielen lieben Dank. Wie viel kann ich denn mitnehmen, bis mein Inventar voll ist? Ich nehme jetzt auf jeden Fall mal was mit, weil wenn ich die Schnellreise benutze, verbrauche ich ja quasi immer eine Frucht. Und wenn ich auch mal was an Essen, Nahrung bräuchte, dann haben wir da was.
So, und dann ist das jetzt eh gleich da vorne. Da oben. Ja, dann nehme ich mir doch nochmal eine mit. Eine geht noch. So. Check. So, jetzt darüber. Mal gucken, mal gucken. Ist jetzt auch gleich. Ja. Auch von den Teilen nehme ich aber nur mit. Das ist bis jetzt die einzige richtige Nahrungsquelle, die ich entdeckt habe. Jetzt schaue ich mal, was ist das denn alles hier? Eine Kochstelle. Da ist auch einer. Ein Ruheplatz. Hier kann man Zeit vergehen lassen. Mal Zeit vergehen lassen. Kann ich reden, da hoch muss ich auch noch, aber ich möchte mir gerne Zeit vergehen lassen. Geht gar nicht. Rede ich mal mit ihm. Hallo Freund, wie wäre es mit einer Mahlzeit und einer Geschichte? Diese Aromen erfreuen den Gaumen und den Geist. Klingt wunderbar. Was kochst du? Oh nein, mein Kind, du bist für das Gericht verantwortlich. Ich werde dich anleiten und dir etwas erzählen. Die Sarentu lernen schließlich gern die Traditionen der anderen Clans. Das gefällt mir. Wo bewahrst du die Zutaten auf? Ah, das Sammeln gehört zu deiner Reise, verstehst du? Die Hauptzutat ist Rindenfrucht. Scharlachpilze verfeinern den Geschmack. Wir benötigen makellose Zutaten. Gib dich nicht mit niedriger Qualität zufrieden. Nimm dir Zeit beim Ernten und beschädige sie nicht. Rindenfrucht und Scharlachpilze. Das klingt einfach. Einfache Rezepte sind oft nur schwer zu meistern, mein junger Sarentu. Und dieses hier ist das Einfachste. Leider hat der Gifthauch der Himmelsmenschen alles verdorben. Selbst diese Früchte und Pilze. Aber wenn du aufmerksam suchst, wirst du dennoch herausragende Exemplare finden. Lass dich von mir anleiten und ich verspreche dir eine lohnende Geschichte. Also im Endeffekt soll ich jetzt alles suchen, damit ich ihm da was zu essen koche. Stehe. Gut. Habe ich das alles schon da? Kann ich schon? Eine Rindenfrucht ist was Neues. Schau ich mal kurz. Das ist das. Ja, beste Qualität Regen. Schau ich mal kurz, ich habe doch hier irgendwelche Sachen noch ausgewählt. Ah, hier die Teile, die kann ich loslösen. Und dann markiere ich mir die mal. Und diese Pilze. Schau ich mal gerade, Rebenpilze. Die habe ich auch noch. Und irgendwo kann ich das hier nicht einfach... Ah ja, ich kann das hier so loslösen. Gut, das ist einfacher wieder suchen und die wieder mit drauf. Jetzt schaue ich mal kurz, ob die, die müssten doch eigentlich in der Nähe sein, oder? Oben könnten die sein. Okay. Ich mach's auf jeden Fall mal. Ich habe mir die Sachen mal mitgenommen. Jetzt rede ich erstmal da oben mit ihm, I guess. Ah, der Sarentu. Ray wollte die Himmelsmenschen beobachten und sie herumstolpern sehen. Reden wir mal. Ich weiß, warum du hier bist. Ich will helfen. Oder mich überwachen. Etua schickt dich. Sie will nicht, dass ich Gatnat verrate, was sie tut. Etua macht sich nur Sorgen um Etu. Typisch Sarentu. Immer diplomatisch. Hoffentlich. Irgendwann. Vielleicht brauchen wir deine Diplomatie. Wir sind keine Kämpfer und diesmal zu weit gegangen. Was meinst du? Die Himmelsmenschen kommen immer näher. Also wehren wir uns. Nur wir drei. Damit Gatnat nichts bemerkt. Sonst ist immer alles in Ordnung.
Wir kehren zurück. Feiern. Aber diesmal hat es Eto nicht geschafft. Er braucht mich. Ich muss los. Ich begleite dich. Ich folge unseren Spuren. Du hast keine Ikran. Ich kann hier suchen. Vielleicht sind Somme und er näher, als du denkst. Vielleicht. Man findet ihn oft bei den Steinsäulen, den Hügel hinunter. Am Fuß der Klippen ist eine Höhle. Check deine Ausrüstung. Die Himmelsmenschen sind in Gruppen unterwegs. Und nimm die großen Blätter, um deinen Fall aufzufangen. Okay. Zeit zu ruhen. Die Jagd wird bis zum Morgen warten. Ah, der Sarentu. Ray wollte die Himmelsmenschen beobachten und sie herumstolpern sehen. Lorei will sicher nicht, dass wir uns in ihre Angelegenheiten einmischen, aber du kennst die Himmelsmenschen. Wir nicht. Und Lorei ebenfalls nicht. Kannst du sie vielleicht beim schattigen Hain treffen? Klar, klar. Es wird alles besser. Weil erstmal das Inventar ist voll. Schutzmodifizierung, gut. Muss ich dir noch eher sagen? Nö. Ja, dann kann ich jetzt mal hier ein bisschen so nutzen und meine Sachen zu verbessern. Kein Moos. Okay. Ist eigentlich was drauf? Beliebige Schwergurt? Nö. Okay, das würde ich einmal kurz so herstellen. Was habe ich denn noch so? Ne, sieht alles nicht wirklich verbesserungsmäßig aus. Okay, bisschen was gemacht. Am Fuße des Hügels versteckt sich noch was. Schaue ich gerade mal nur ein bisschen rum. Oh, was ist das? Ach, ich kann hier auch wieder liefern. Ach, mein Clan-Beitrag hier. Wie weit ist denn die Clan-Gunst? Ich weiß gar nicht, ist das denn hier dann und dann ist das voll? Das sieht ja richtig noch viel zu tun offen. Jetzt gerade mal, kann ich hier irgendwas abgeben? Koche mit den Zutaten, um Wirkungen zu verraten. Geh mal kurz runter zur Kochstelle. Kann ich dann einfach ohne irgendwas einfach mal hier so kochen? Und ich benutze hier die Frucht. Also das will ich kochen mit... Weiß nicht, was macht denn Sinn. So, und dann kriege ich irgendwas raus. Probieren wir es mal. Schauen. Das erste Mal, dass ich was koche. Prozent Energie. Das ist nicht schlecht. Und wenn ich jetzt hier zweimal diese Teile zusammenkoche, ist das effektiv? Ist das schlau? Kriege ich dann 50 Energie oder 100? Mal schauen, ich bekomme 100% Energie. Boah, das ist ja nice. Okay. Also ich koche mir die jetzt mal schnell hier so ein bisschen zusammen. Obstsalat. Hieß das gerade Obstsalat? Da würde ich mir mal zwei, drei schon kurz zusammenkochen. Die sind ja nett. So. Obstsalat, tatsächlich. Cool. Okay, dann mache ich mal... Was haben wir denn hier? Noch ein bisschen das Fleisch. Hier war so. Ja, ich werde jetzt hier richtig zum Koch. Bisschen Obst mit Fleisch. Schauen, was draus wird. Muss ja eigentlich jede Kombination geben, ne? Ja, aus gut. Rindenhaut 1. 30 mit weniger Schaden durch Wildtier und RDA. Da habe ich so ein bisschen jetzt was gekocht. So, das heißt, wenn ich jetzt hier bei meinem Essen bin. Ah, schön, die sind dann auch so zum schnell auswählen. So, das war. Und der anders? Ach, der ist... Ah, okay, dann habe ich den jetzt so oft gemacht, dass er schon besser wird? Fragezeichen.
Weiß ich jetzt natürlich nicht. Okay. Das wäre ja eigentlich noch interessant. Der wollte ja hier diese Pilze und sowas, ne? Ich sehe die Pflanze bloß noch nirgends. Vielleicht, weil ich sie noch nicht kenne. Nee, ich sehe keinen Obstsalat. Gut. Aber was ich noch machen wollte, war ja einmal dieses Zeit vergehen lassen hier. Was passiert hier? Passiert gar nichts. Es wirkt jetzt nicht irgendwie dunkler oder sonst was. Na, es sieht immer noch aus wie der gleiche Tag. Hat er nochmal irgendwas zu sagen? Die benötigten Zutaten. Wo soll ich am besten danach suchen? Rindenfrüchte wachsen überall im Land an hohen Bäumen, aber nähere dich vorsichtig. Und Scharlachpilze findest du auf großen Wurzeln in Sumpfgebieten. Gibt es einen Ort, an dem ich beides finden kann? Geh in Richtung der Steinbögen in der Ferne und dann hinunter in den Sumpf. Zwischen den Wurzeln wachsen viele Scharlachpilze. Begib dich dann hoch in den Wald neben dem Wasserfall. Und du wirst bald reife, saftige Rindenfrüchte entdecken. Gut zu wissen, also quasi die Richtung. Okay. Das war ja nicht schlecht, das nochmal zu wissen. Sehr informativ. Aber mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich auch erstmal wieder bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.